Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Mankind Divided. Und wir sind hier in dieser arktischen Basis, wo wir uns jetzt versuchen dürfen durchzustealthen. Ah, das wird sehr lustig. So, da ist ein Schacht, womit wir uns da hinterschleichen können. Aua. Schauen wir mal, wie weit das hier geht. Ja, okay, da kommen wir da lang. Ah, da ist noch eine Luke. Okay, der ist auf dem anderen Stockwerk. Ich möchte mich hier ungern erwischen lassen. Wir haben ja das letzte Mal das Loch gebohrt. So, da die Tür auf. Und erstmal hier tarnen. Das finde ich aber gut, dass ihr die Ostseite gesichert habt. So, dann müssen wir da in den Lüftungsschacht rein. Ah, super. Dann gucken wir mal, wie wir da lang kommen. Ja, ganz leise. Und hinein. Flupp. Keiner gehört. Oh, hier laufen aber Leute rum. Da ist noch ein Gang. Der läuft da lang. Okay. Gut, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen genau, Betäubungsgewehr und dann hauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Strom rein. Kann nicht schaden. Kann wirklich nicht schaden. Und ein kurzes Quicksave. Ja, genau. Jetzt stehst du da direkt davor. Super. Ja, wir müssen kurz warten, bis der weggeht. Sehr gut. Okay. Uah, nein, 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 nein. Markierung der nicht geladenen Sachen wird beim Abzug zerstört. Haben wir jetzt zwei Helikopter für die Evakuierung oder nur den einen? Puh, wo gehen wir denn jetzt? Oh, oh, da kommt einer. Oh, oh. Ich hoffe, der kommt nicht zu uns. Noch drei, dann gehe ich rüber zur Rampe 4. Okay, das sind 50 Meter. Das könnten wir schaffen mit der Tarnung. Ja, ich hab's gemerkt. Scheiße.
Aua! Puh! Das war nix. Verdammt. Okay, es wäre ja auch zu schön gewesen, aber da müssen wir das Terminal hacken. Okay. Okay, der kann uns gar nicht sehen, das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist, das führt uns ja auch nur hier in die Röhre. So, kommen wir hier irgendwo lang? Ich denke, das ist der intelligentere Weg, wenn wir uns hinten rumschleichen. Die Frage ist, ob das hier irgendwo hinführt, außer da vorne hin. Geh weg. Na komm, Junge, geh weg. Andrei sollte nicht im Team Alpha sein. Sein Englisch ist einfach nicht gut genug. Warum kann ich das Ding hier nicht bewegen? Das ist ja doof. Ja, guck bitte in eine andere Richtung. Das ist doof. Einige Männer haben Angst, dass die Presse sie identifiziert. Genau das wollen wir. Jut, jut, jut. So, die Tür ist gesperrt. Hier liegt aber auch nichts. Gut, schauen wir doch mal, was wir für ein Level haben. 4! Ach du meine Güte. Ah, nein! So, bin ich ja mal gespannt, ob wir hier was finden. Da unten ist auf alle Fälle schon mal ein Weg, was ich sehr gut finde. Sehr hübsch. Die haben wir schon. Und das nehmen wir mit. So, die können wir dann direkt zerlegen. Ach nee, du hast die Munition aufgenommen. Ah, sehr schön. Wunderbar. Ah nee, oder? Moment, nee, stimmt ja. Nee, das ist unsere... Jetzt bin ich total verwirrt. Das ist unsere normale... Okay, alles klar. Nix zum Zerlegen. Schade. Ich würde so gerne Sachen zerlegen. Was ist das? Einfach nur irgendwas? So. Old Blue Eye. Schauen wir uns die Geschichte doch mal an. Das ist da und dahin. Und dann muss ich da den ganzen Weg. Der kann aber da direkt zu uns. Eieiei. Okay. Komm. Hm.
Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Mist. Das wird nichts. Oh oh, oh oh, oh oh. Verstecken. Sagen Sie mir, dass der Krach da drin von Ihnen stammt. Wo zum Teufel waren Sie, Chicane? Schön, Sie klingen wie immer. Ich habe Sie gesucht, dann haben mich die Kakerlaken entdeckt. Und ich musste Sie abschütteln. Am Nordende der Anlage ist ein Helipad. Ich bin unterwegs. Alex, ich brauche kein Taxi. Ich habe meinen Piloten gefunden. Gott sei Dank. Melde dich, wenn du wieder in Prag bist. Verstanden. Mist, jetzt haben wir Alarm ausgelöst. Da ist wieder Lüftungsdingens. So, jetzt sind wir wieder alle gut. Oder auch kein Lüftungsdingens. Ah, ist im Nebenraum. Okay. Huiuiui. Oh, da müssen wir auch rein. Das ist sehr gut. Kommt, Tür geht zu. Oh, da oben haben wir eine Strukturschwäche. Ich will nicht, dass der dumme Typ mich sieht. Kein Kontakt, Rektor ist sicher. Gut. Ja, das war jetzt doch nicht ganz so unseres, oder? Oder können wir hier rein? Das halte ich für nicht sehr intelligent, muss ich sagen. Das könnte nach hinten losgehen. Oh, und es ist nicht der einzige. Können wir hier irgendwie den Strom ausmachen? Oh, okay. Haben wir uns jetzt zwei Wege gemacht. Strom können wir hier anscheinend nicht ausschalten. Oh, aber da oben könnten wir was tun. Uah. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Okay, ja, das geht hier noch eine Weile weiter. Oh. Ich glaube, mit der Elektrizität können wir hier nicht so spaßen. Ach, Moment. Ah, Moment. Doch ausmachen. Gut, die stehen da hinten. Und da vorne gibt es noch welche. Oh. Oh, die gehen hier. Aus. Oh, da muss man aufpassen.
So, sieht das denn hier aus? Hier ist eine Leiter nach oben. Der hat uns nicht gesehen. Sehr gut. Das war aber eng. Was für ein Komplex. Oh Mann. Dann haben wir eben da hinten ganz umsonst gebohrt. Oh, was haben wir denn da liegen? Ja, Schmerzmittel nehme ich gerne mit. Zeigt eine Kamera direkt auf uns. Kommt ein Kollege direkt auf uns zu. Na, das ist mir ein bisschen zu auffällig, da die Leiter hochzugehen. Na du Typ. Vektor ist immer noch negativ. Ah, Mist. Sekunde zu langsam. Mal erstmal den kleinen Überblick gewinnen. Ja, schieß den nur auf mich. Ja, mach den nur. Wo muss ich denn da hin? Echt mutig. Das geht ja immer noch weiter. Alter. Mein Gott. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Markiere. Bleibst du jetzt vor der Tür stehen oder bleibst du nicht vor der Tür stehen? Hui. Das war jetzt aber durchgerusht. Oh mein Gott. Na komm, setzt euch zurück. Können wir uns hier wenigstens mal ein bisschen bewegen drin. Leute. Ja, hier steht einer direkt vor der Tür.
Da haben wir uns jetzt aber hier in eine Situation gefahren. Der Typ ist wohl irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Ist hier irgendein Terminal? Ah, da ist ein Schalter. Okay. Oh, ob wir das wohl schaffen? Warten erst noch mal kurz, bis der andere da weg ist. Ja, ich habe ja anscheinend jetzt Großalarm ausgelöst. Sehr gut, das haben wir geschafft. Hoi, hoi, hoi. Gut, dass das kein Hitman ist. Das wäre nichts mit Silent Assassin gewesen. So, oh, Gott sei Dank. Oh, sieht aber echt cool aus hier. Das hat was. Hallo. Können wir von hier verschwinden? Ja, aber hallo. Uiuiui, das ging aber jetzt bei weitem länger, als ich erwartet hätte. Ich dachte, ich muss mich da nur kurz durchstelfen. Oh mein Gott. Unheimlich, was? Ja, das was ist sowas. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Kriegsrecht. Der Aufstand im Golem hat sich auf Prag ausgeweitet. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Nur die Staatspolizei darf heute Nacht auf die Straße. Und die haben alle nervöse Abzugsfinger. Großartig. Weiß Miller, dass er mich im Büro treffen soll? Er wartet auf Sie. Aber wahrscheinlich werden Sie ohnehin erschossen. Passen Sie auf sich auf, Jensen. Ich bin immer noch total angespannt. Oh Mann. Na, schauen wir mal. Es geht ja jetzt anscheinend lustig weiter. Na komm. Lad die City. Aber ist echt mal gut, um eine Runde zu verschnaufen. Oh Mann. Das hätte ich eben so nicht erwartet. Wir müssen uns treffen. Und wo? Die Straßen sind heute Nacht nicht sicher, Mann. Schaffst du es zur Limb-Klinik, wo wir uns schon mal getroffen haben? Ja, ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. So, jetzt erstmal gerade auf der Karte gucken, was wir offen haben. So, Nebenmissionen haben wir gerade gar nichts. Wir haben nur die Hauptmission. Ist das jetzt wieder so ein Entscheidungsding? Oshenko hat versucht, mich...
Okay, Maschenko hat versucht, mich in Garm mit der Orchidee zu töten. Ich habe allerdings überlebt und eine Probe mitgenommen. Vielleicht kann das Kollektiv mehr darüber in Erfahrung bringen, wenn ich sie zu Alex in die verlassene Limb-Klinik bringe. Miller in das Büro aufsuchen. Ich muss mit Miller über Garm und mein Erlebnis dort reden. Er wartet in seinem Büro auf mich, aber unsere Beziehung ist ziemlich problematisch. Das wird ein Spaß. Gut, gehen wir erstmal in die Limb-Klinik. Und wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Das finde ich ja wundervoll. Ich könnte mal ein bisschen mehr Tarnungsenergie oder so vertragen. Ach nee, Moment. Der Micro-Assembler ist ja für uns ziemlich interessant mit dem Zerlegen gewesen. Genau, reduziert die Kosten von Upgrades und Herstellen von Waffenteilen. Okay, genau, das machen wir, weil wir brauchen ja mehr Punkte beim Zerlegen. Oh, wie hart. Warum hat er bloß nicht zugehört? Mal sehen, was wir da haben. Scheiße. Und dann hier auch? Warum ist er dann geflohen? Was ist denn los? Dann hier auch, Mentoran, ey. Und? Wir haben einen Bürger getötet. Die Stadt ist abgeriegelt. Ein guter Bürger respektiert das. In den Schranken mit ihm. Na gut, dass wir uns den Weg hier nicht durchkämpfen mussten. Scheiße, zum Glück bist du okay. Du darfst nie mehr einfach so verschwinden, nicht bei mir. Es war ein Notfall. Vielleicht macht es das hier wieder gut. Der Maulwurf wollte dich also töten. Ist das die Orchidee? Was davon übrig ist. Matschenko hat damit Rucker getötet und mir eine Dosis verpasst, also sei vorsichtig. Puta madre. Kannst du eine Analyse davon machen? Klar, auf der Mailingliste des Kollektivs stehen auch Wissenschaftler. Gut. Da kommt was Großes auf uns zu, Alex. Der Ark wird ein Terroranschlag angehängt, der noch nicht passiert ist. Noch mehr Opfer? Noch ein Bahnhof? Oh Gott, Adam. Damit löst sich jede Chance in Luft auf, die Angst und den Hass der Menschen zu verringern. Dieses beschissene UN-Gesetz wird verabschiedet und wir kommen alle in Opti-Dreckslöcher wie Utolek. Während Nathaniel Brown sich zurücklehnt und Billionen scheffelt. Brown? Dieser Schlipsträger von der Santo Corporation? Page hat gesagt, Brown gibt die Befehle und in der Schweiz hat Matschenko gesagt, dass Brown Datum und Zeit bestätigt hat. Aber wo? Brown wirbt auf der ganzen Welt für Rabia und seine Safe Harbor-Initiative. Als nächstes ist er in London. Wenn er der Drahtzieher ist, greift er sich doch nicht selbst an. Vielleicht nicht. Matschenko hat noch jemanden erwähnt, der es weiß. Aber vorher muss ich Miller treffen. Bis wann kriege ich die Analyse der Probe? So schnell wie möglich. Sei vorsichtig, wenn du Miller triffst. Du wurdest in Garm erwartet. Für mich steht Miller nach wie vor auf der Liste der Verdächtigen. Wir werden sehen. Huhuhuhuhu. Na, hier wird's auf alle Fälle echt lustig noch. Ich glaube wirklich, dass es hier echt lustig wird. Hier gibt's nichts zu holen. Ach, ist das schön. Guck dir den da vorne an. Der schießt uns doch gleich, wenn wir hier rausgehen. Na, ja, probieren wir es mal. Oh, Quick Save und gucken wir mal, was passiert. Stadtweite Sperrzone. Echt der Hammer.
erstmal hier rein und tun mal unsere Energie wieder aufladen. Oh, gut, dass ich das Selbstzeug so gut geskillt habe. Oh Mann. Das hat aber genau gepasst. Hoi, hoi, hoi. Oh, gut, dass wir uns hier den Seitenweg freigeschaltet haben. Hoi, Witzka. Adam, hier David. Wir müssen reden. Vertraulich. Nichts ist vertraulicher als mein Infolink. Wirklich? Ich habe eine sichere Wick-Call-Nummer an Ihr Smart-Home-System gesendet. Gehen Sie in Ihr Apartment und rufen Sie mich an. Ja, aber jetzt sind wir erstmal bei uns in der Basis. Es ergibt keinen Sinn, dass die Dwali mit der ARC kooperieren. Sie sind schließlich keine Terroristen. Aha. Die Lara, was machen Sie hier? Wird das jetzt unser Standardsatz für den Gesprächsauftakt? Ich mein's ernst, die Lara. Draußen ist es gefährlich. Mitarbeiter, die nicht unmittelbar benötigt werden, sollten zu Hause bleiben. Autsch, nicht unmittelbar benötigt? So hab ich's nicht. Helfen Sie mir, Adam. Ich wollte nur die Situation auflockern. Die Wahrheit ist, wenn man in den Pikes-Nachrichten hört, dass der Aufruhr sich der Stadt nähert, dann erinnert mich das... Sagen wir einfach, ich dachte, drei Stockwerke unter der Erde wäre ein besserer Ort als mein Apartment. Also forderte ich einen Gefallen ein und ließ mich von der Staatspolizei hinbringen. Ich weiß, dass etwas Großes im Gange ist. Ich will Sie nicht aufhalten. Ist alles okay, Dilara? Adam, ich habe Ihnen nicht erzählt, warum ich von Limp International weg bin. Ich hatte eine Sitzung mit einer Patientin, als der Zwischenfall begann, und ich... Sie wurden angegriffen. Sie hieß Madeline. Sie war 13. Ein süßes Mädchen. Wir redeten, lachten sogar über etwas Albernes, das ich gesagt hatte. Und plötzlich sprang sie. Es war ein schrecklicher Tag für uns alle. Ich konnte sie zurückstoßen und dann starrte sie mich an, als wäre ihr alles bewusst, aber ohne Kontrolle. Gott, Adam, ich konnte in ihrem Blick sehen, dass... ein Teil von ihr immer noch da drin war, eingesperrt. Sie hatte Angst. Die Lara, ich bin sicher, das Mädchen... Madeline. Ihr Name war Madeline. Wissen Sie, was ich niemals vergessen werde? Was ich immer wieder vor Augen habe? Bevor Madeline aus meinem Bürofenster sprang, ich könnte schwören, dass sie geweint hat. Oh, das ist echt fürchterlich. Oh Mann. Scheiße. Das wusste ich nicht. Tut mir leid, das war unsensibel, aber sie haben das durchgestanden, der Lara, und jetzt sind sie stärker. Glauben Sie mir, der Lara, ich kenne das, aber ich glaube, wir sind heute stärker als damals. Und unsere Narben sind wie eine Art Rüstung. Was auch immer passiert ist, jetzt sind sie hier. Sie haben den Sturm überstanden und sind jetzt stärker als zuvor. Nur das zählt. Okay. Glauben Sie mir, Dilara, ich kenne das. Aber ich glaube, wir sind heute stärker als jemals zuvor. Und unsere Narben sind wie eine Art Rüstung. Wie eine Rüstung. Das gefällt mir. Ich war einfach... ein bisschen verängstigt, verstehen Sie? Ich verstehe. Aber unabhängig von dem Grund, es war ein Risiko, hierher zurückzukommen. Die Zeiten sind gefährlich. Für jeden. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Adam. Ich schaffe das. Ich verkrieche mich einfach in meinem Büro, bis der Sturm vorbei ist. Meine Couch ist sehr bequem. Passen Sie einfach auf sich auf. Mache ich immer. Mm-hmm.
So, jetzt zum Chef oben. Das wird jetzt bestimmt auch sehr lustig. Der kackt uns erstmal an. Jensen, was war denn das? Terroristen aufhalten wollen? Das ist mir klar, aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine konkrete Gefahr. Genau. Wie sollen meine Leute ihre Arbeit machen, wenn ihre Leute sie ständig verhaften? Wollen Sie denn noch mehr Tote? Bestimmt. Wir sind zuständig. Wo? Wann? Ersparen Sie mir diesen Mist. Ich brauche einen Passierschein für die ganze Stadt. Ja, genau das will ich Ihnen doch sagen. Die Stadt ist abgeriegelt, schon klar. Aber wir haben hier eine Bedrohungsermittlung der Stufe 1 laufen. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Okay, dann lügt er. Sie sind hier. Schlechte Zeit für eine Abriegelung. Eher praktisch, angesichts des bisherigen Verlaufs der Ermittlungen. Was soll das heißen? Marchenko und die Goldmasken aus Dubai wussten, dass ich komme. Irgendjemand hat sie informiert. Beschuldigen Sie mich? Ich beschuldige niemanden. Noch nicht. Aber zwei Hinterhalte in weniger als einem Monat? Ich will wissen, was los ist. Ich auch. MacCready hat Garm untersucht. War am Anfang ein geologisches Forschungszentrum der Europäischen Union. Bis es 2025 von einer namenlosen Strohfirma gekauft wurde. Haben Sie Cheng darauf angesetzt? Er ist gruselig. Hat sie in weniger als einer Stunde zu Belltower Associates zurückverfolgt. Und bestimmt hat sie niemand gekauft, als Belltower letztes Jahr pleite ging. Stand nicht mal auf der Liste der Activa. Wie gesagt, Sie sind über etwas Großes gestolpert. Wollen Sie rausfinden, was es ist? Chicane hat mich während Ihres Rückflugs informiert. Ein Einsatzteam aus Lyon ist etwa eine Stunde nach Ihrem Start eingetroffen. Und die Söldner waren weg. Der Feind hat die Anlage vor dem Abzug ordentlich zerlegt und einige Fallen hinterlassen. Wir wissen nicht, wohin er ist oder was er als nächstes vorhat. Das stimmt nicht ganz. Ich habe gehört, wie Marchenko seinen Männern gegenüber einen Deal mit den Dwellys erwähnt hat. Wir müssen sofort handeln. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl für das alte Theater der Dwellys in der Sadie-Viadlo-Straße. Haben wir wirklich Zeit für einen Durchsuchungsbefehl? Nein, aber die Stadt ist abgeriegelt und ich kann nicht garantieren, dass sie es lebend ins Rotlichtviertel schaffen. Ich hab's auch bis hierher geschafft. Ich bin nicht tot. Wie Sie meinen, ich halte Sie nicht auf. Aber ich würde eher auf den Durchsuchungsbefehl warten. Sagen Sie mir, was Sie finden. Verstanden. Gut. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Genau. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schachspiel, als hätte er nichts Wichtigeres. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine Tat. Niemand von uns wird vergessen, was passiert ist. Was haben wir denn da? JG, haben Sie oder Cheng die Zutrittskarte für den NSN-Raum woanders hingelegt? Waren wir uns nicht einig, dass sie in der unteren Ebene bleiben sollte? Okay. Das haben wir ja schon erledigt. Verdammt gute Arbeit. So, würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal in unsere Wohnung und reden mal mit Seraph. Das Gefühl, wir werden verdammt viel Stealth verbrauchen. Wie viel haben wir davon denn noch? Oh, das Multitool ist extrem billiger geworden. Oh, das finde ich gut. Klack. Eins, zwei. Zwei Schlüssel dabei zu haben, ist nie verkehrt. Wo ist denn Strom? Wo sehe ich's? Unübersichtlich. Strom?
Bin ich jetzt blind? Strohhalm. Da, direkt drüber. Okay, 15 haben wir noch. Mal wieder hier raus. Und wo wollen wir denn hin? Okay, da wäre unser Apartment. Appartement. Und da wäre das Theater. Alles ziemlich blöd gelegen. Okay. Ne gut, gehen wir jetzt erstmal in unser Apartment, weil ich will mit dem reden. Schauen wir doch mal, in welchen Bahnhof er uns führt. Oh, das ist auch ein Scheißwetter. Nein, nein, nein. Bitte, du hast mich nicht gesehen. Boah, zeitlich hat es genau gepasst. Hammer. So, hier unten dürfte uns jetzt erstmal nichts mehr passieren. Hä? Warum sollte ich das in die Hand nehmen wollen, liebes Spiel? Danke. Na, wo ist es? Da. Zum Bahnhof. Ach, jetzt laufen wir. Ist ja auch eine interessante Idee. Gut gemacht. War ein bisschen eintönig, über dieselben zwei Animationen zu sehen. Naja, schade. Gute Idee. Hätte man schöner umsetzen können, vielleicht ein bisschen längere Sequenzen machen. Naja. So, hier haben wir auch Abriegelung. Sie kommen wahrscheinlich nach Gollum City.
Da gehören diese irren Technos und ihre Ascension. Okay. Können wir bestimmt unterwegs nachtanken. Klack, sehr gut. Wow. Hui. Das ist aber echt blöd, dass die Tarnung ausgeht, wenn ich Strom nachlade. Ja? Soll doch hier hoch, oder? Nee, Moment. Ich habe gesehen, wie ein Mann verprügelt wurde. Nur weil er ihnen sagt, fühlen Sie sich nicht gut? Hä? Ach so. Ah, okay. Okay, noch ein Stock weg drüber. Gut, aber was Seraph uns zu sagen hat, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, hier bei Deus Ex Mankind Divided. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.